Willkommen zurück zu Let's Play Ion. Also, wir machen uns auf den Weg, die weiteren Kampagnenquests hier in Katalam zu erledigen. Wir haben immer noch den Marfus zu Gast. Hui! Yay! Yay! Und der gute Marfus, der kommt mit uns mit, liest ein paar fleißige Kommentare, wollte ich gerade sagen, liest fleißig ein paar Kommentare, so rum, durch. Und erzählt sie uns, sodass ich darauf antworten kann, während des Videos. Erzähl, Marfus, der nächste Kommentar. Ich bin ja schon ganz heiß. Wie bitte? Ich bin ganz heiß. Auf ja, den nächsten Kommentar. Ja, das weiß ich auch, aber was soll ich machen? Den nächsten Kommentar vorlesen? Ach so. Ja. So, Heroes of Might and Magic hat Final Chaos kommentiert. Gutes Video, hat mich sehr unterhalten. Mach weiter so. Ja, danke, danke dafür, danke auf jeden Fall. Ich hoffe, du guckst auch die Ion-Videos, dass du deinen Kommentar auch live hier im Video siehst. Ich freue mich immer, wenn es Leuten gefällt. Wie schon so oft habe ich ja gesagt, die Let's Plays habe ich damals nur gemacht, um meinen Nostalgiefaktor zu stillen und dementsprechend natürlich auch die Erinnerung immer aufrechtzuerhalten an diese alten Spiele. Das war mein ursprünglicher Plan, deswegen gab es auch viele, viele alte Spiele, die hochgeladen wurden, bevor es dann an die neueren ging, unter anderem auch an Ion. Und ja, solange es dir gefällt, bitteschön, schau immer wieder rein, guck dir die ganzen Videos an, mir machen sie auch Spaß. Ende. Ich gehe jetzt erstmal zu Torio. Gleich geht's weiter, Wasser. Kleinen Moment. Er möchte Wasser. So durstig. Karun und Beritra. Feinwurzel Mondblume. Wasser von der Feinwurzel Mondblume. Okay. Gut. Der nächste Kommentar bitte. Zu Let's Play Ion von Own Everyone. Nice. Ja. Nice. Ende. Yes. Ja gut, auch da genau dasselbe. Schön, wenn es euch gefällt. Schaut gerne wieder rein. Weitermachen? Ja. Ebenfalls zu Let's Play Ion von Emeralds HD. Ja. Tiamat ist tot, trotzdem kann man die Inni machen. Diese Logik. XD. Ja, ja. Man, ja, das ist natürlich in jedem Spiel doof, wenn man, ich weiß nicht, ich kann auch von vielen alten Spielen dabei ausgehen. Es gab oftmals die Möglichkeit, wenn man Bosse getötet hat, sie noch einmal zu töten. Ist genauso eine Unlogik. Und, weiß ich nicht, ein MMO, in dem man nicht ein oder alles immer nur einmal machen kann, ist kein richtiges MMO. Würde ich sagen, weil man nicht die ganze Zeit beibleiben kann. Na, also ich könnte ja heute noch nach Eltnen gehen. Gut, die Quests kann ich nicht nochmal machen. Aber die Bosse stehen ja alle noch. Allein schon, um den Nostalgiefaktor wieder einmal zu stillen, ist das schon echt schön. Vor allem macht es Spaß, mit 65 20er Mobs zu kloppen. Ja, erstmal das. Und vielleicht hast du auch gar nicht dein Equip bekommen von dem Boss und willst den 20 mal killen. Den Skin braucht man ja auch oft. Ja, je nachdem, ob man Skinsammler ist. Den nicht so, aber irgendwie schon. Genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Jetzt geben wir schnell die Feinwurzel-Mondblumen ab. Und dann geht schon wieder weiter mit dem nächsten Kommentar. Ganz kleinen Moment. Böse Sternschildkröte, geh weg. Ich muss mit Torio reden. Soll ich auch Kommentare vorlesen, die du schon beantwortet hast? Ja. Okay. So, Karun und Beritra. Gebt mir ein bisschen Wasser von der Feinwurzel-Mondblume, dann kann ich meinen Durst löschen. Hier. Vielen Dank, jetzt kann ich wieder klar denken. Ich sehe, dass mir ein Elios geholfen hat. Ich bin Torio von der Karun-Eskorte. Es gab eine Explosion. Was für ein Glück, dass ich nicht zu einem Untoten geworden bin. Aber was ist aus den anderen geworden? Wurden sie durch die ID-Explosion in Untote verwandelt? Ich bitte euch darum, bitte schaut nach, ob ihr bei der Nebelquelle die mutierte Karun-Eskorte findet. Dürfte nicht allzu schwer sein. Die laufen nämlich die ganze Zeit um dich rum. Oh ja, das Karun. Ist schön irgendwie. Okay. Der nächste Kommentar.
auch zu Let's Play Iron. Ja. Wurde von Pro Dragoplay geschrieben. I like your films. Yes, I like them too. What? Ja, nee. Du magst deine eigenen Filme, das ist sehr gut. Ich mag meine eigenen Filme, das ist richtig. Nein, also, ja, auch thanks dafür, vielen lieben Dank. Da bin ich echt dankbar, dass auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt Deutsch können, sich ein deutsches LP anschauen. Ist ja auch keine, ja, wie sagt man? Seltenheit ist das andere. Selbstverständlichkeit. Ach, ich danke dir, Markus. Keine Selbstverständlichkeit, denn man versteht ja eigentlich nichts. Aber wenn man sieht, wie man dann das eine oder andere machen muss und das darüber hinaus auch darüber hinweg sieht, so rum, dass es auf Deutsch ist, dann bitteschön, freut mich. Das Ganze sage ich jetzt aber nicht nochmal in Englisch. Ne? Thanks. Thank you very much. I'm so happy. Aber ja, schön. Nächster. Kannst du ja auch versuchen, auf Französisch zu sagen. Ja, ich not parle vous Französisch. What? Ich not parle vous Französisch. Ja. Okay. Wir geben die Quest schnell ab, bevor es zum nächsten Kommentar geht. Torio. Damit du wieder Gedanken sammeln kannst. Schwer verletzt. Genau. Ach, so ist das. Meine Kameraden sind durch das ID mutiert. Habt ihr dort Karun gesehen? Ist er auch zu einem Untoten geworden? Karun darf nichts passieren. Ah, das ist alles wegen der Explosion geschehen. Ja. Jemini war Karun treu ergeben und hätte ihn bis zum Tod verteidigt. Findet ihn. Oh, Jemini. Kriegen wir hin. So, jetzt müssen wir Jemini finden. Und Jemini steht gleich nebenan. Das ist ganz gut. Nächster Kommentar. Auch zu Let's Play Ion. Okay. Hi Bisu, ist das Orakschwing voll von Ravant Hall West? Ja, das Orakschwing ist voll. Nein, Orkanschwinge ist fast voll. Mir fehlt natürlich der Stab, mir fehlt die Hose. Das können wir uns auch ganz kurz mal angucken. Unter P im Profil. Orkanschwinges Kettenhemd haben wir. Wir haben den Kettenschulterschutz, die Kettenhandschuhe und auch die Kettenstiefel. Manche ist davon für den Clary, glaube ich. Aber Anno hat Kettenhose und sonnengetränkten Stab. Da könnte ich auf jeden Fall einen besseren gebrauchen. Der wird allerdings nicht so schnell kommen, wenn ich mir keinen besorge. So, das war's auch schon. Jetzt machen wir schnell noch den Jemini, der irgendwo tot hier zwischen dem Balaur rumliegt. Ein toter Rayan, der wohl Karuns Eskorte angehört hatte. Ihr solltet das genauer überprüfen. Ein toter Rayan, der scheinbar zu Karun Eskorte gehörte. Es ist wohl ein Kamerad von Torio. Er trägt eine Nachricht bei sich. Er scheint im Kampf gegen die Beritra-Soldaten gefallen zu sein. Lest Karuns Botschaft. Ups, jetzt hat mich jemand geedit. Den müssen wir erst fertig machen. Nächster Kommentar. Sorry, ich bin gerade in... Okay, jetzt. Nee, warte noch. Jetzt ist er gleich tot. Dann kann ich erstmal schnell die Nachricht lesen von Karun. Ah, okay. So, die Karun-Botschaft müsste ja im Quest-Log sein. Da, Karuns Botschaft. Jemini, ich möchte mich für eure Hilfe bedanken, doch nun ist es Zeit, Abschied zu nehmen. Ich bin verletzt, Beritra wird mich bald finden. Beritra hat es auf mich abgesehen, nicht auf euch. Begebt euch zum See der Einsamkeit und erstattet Bericht, sobald ihr diese Nachricht erhalten habt. Ich gehe weiter nach Süden. Möge Aions Schutz mit euch sein. Ja, es ist ja so, dass Karun, ich weiß nicht, warum der überhaupt nach Katalam gekommen ist. Ich weiß nicht, ob er wollte ja eigentlich bloß die Überbleibsel von Tiamat erledigen, aber dass er sich gleich im Kampf gegen Beritra stellt, das ist völlig ungewöhnlich und kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Aber gut, wo sollen wir als nächstes hin? Sprecht mit Saphironerk, Holzfällerlager, mit Gramm. Im. Okay.
Das ist da unten. Ach, du liebes bisschen, ja? Das dauert eine Weile, bis wir da hingelaufen sind. Gut, jetzt lesen wir die restlichen Kommentare vor. Und da haben wir es beinahe geschafft. Wir sind auch schon beim letzten angekommen. Ach, du liebes bisschen, okay. Ebenfalls wieder von Gravant. Mit dem Text, Hi Bisu. Hi. Ich habe einen Ladefehler. Wenn ich Ion den Launcher starte, bleibt sofort dieser stehen. Was soll ich tun? Auch so eine Sache, über die wir schon längst im Let's Play, gerade in der vorletzten Folge, gesprochen haben, bevor wir jetzt mit den Kommentaren gestartet sind. Ja, ich bin kein Softwareentwickler und in solchen Fällen kann ich nur sagen, neuen PC zulegen, vielleicht Internet erneuern, vielleicht auch einfach mal den Reset-Knopf drücken, vielleicht alles aus dem Fenster schmeißen, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wenn irgendwelche Ladefehler sind, was bei euch gerade das Problem ist. Das müsst ihr selbst ergründen. Ich bin froh, wenn ich es bei mir rausfinde. Da kann ich nicht helfen. Trotzdem meistens danke für die Nachfrage. Meistens hilft es auch, wenn man es neu installiert. Ja? Also hat mir bis jetzt zumindest immer geholfen. Seht ihr, da habt ihr schon einen fachmännischen Rat. Aber neu installieren von Ion, das dauert doch ewig, ehe er es runtergeladen hat. Ja. Ja. Also kommt halt auf die Internetleitung an, ne? Okay. Oh Mann. Mittlerweile haben wir, ja, ein gutes Viertel von Katalam durch. Und haben uns schon viele Gebiete angeguckt. Dies hier ist übrigens eines der PvE-Gebiete, die Saphironerg-Farm. Hier unten ist noch eine Farm, die als PvE-Gebiet fungiert. The Safe Zone. Ja, the Safe Zone. Ich find's immer noch blöd, dass die lila schimmert. Warum? Naja, es ist lila. Ja, da wird nicht gekämpft. Oh Gott. Ach, Füßchen. Ach, Bisu. Pass auf, irgendwann schreiben die Leute dann auch in die Kommentare. Füßchen. Oh, bitte nicht. Ja. Also eigentlich heißt er ja Marfuß, aber am Anfang hatten wir immer Barfuß verstanden und dann ist er irgendwann zu Füßchen geworden. Ja, und eigentlich war das ja auch als englische Aussprache gedacht, aber naja, hat nicht sollen sein. Nee, als Bisu kam, war alles vorbei. Von Anfang Mavis. An. Mavis. Warum Mavis? Hat das irgendeinen speziellen Hintergrund? Nö, es hört sich lustig an. Okay, so wie Bisu. Hier sind so viele Viecher unterwegs, das ist überhaupt nicht lustig. Ich hoffe, ich kann die Kampagnenquest dann noch nicht abgeben. Doch, ich hoffe es. Wir sind schon fast am Ende der Folge. So, da ist er, der Gram. In Katalam gibt es viel zu entdecken. Da hast du vollkommen recht. Was ist los? Braucht ihr Hilfe? Karun und Beritra. Wie kann ich euch helfen? Müsst ihr etwas prüfen? Dieser Ort wird gut verteidigt. Ihr fragt, ob er Karun oder Beritra gesehen hat. Karun? Beritra? Ich habe keinen von beiden gesehen. Hier gibt es nur Shugos und ihre Arbeiter. Überall in Katalam finden Kämpfe statt, nur hier nicht. Wartet, es gibt sterbliche Überreste eines Beritra-Soldaten. Bei einer Erkundung habe ich die sterblichen Überreste eines Beritra-Soldaten gefunden. Natürlich habe ich meinen Vorgesetzten davon berichtet. Seid ihr gekommen, um das anzusehen? Natürlich. Die Leiche des Beritra-Soldaten liegt in der Kreronerg-Mine. Er war scheinbar auf dem Weg zum Eremion-Nordtor. Okay, gut, dann machen wir uns auch auf den Weg dahin. Wir überprüfen, wo Karun hingegangen ist. Ich weiß es schon. Du auch, Marfus? Ich sollte es wissen. Ja, als jemand, der Aion fast durchgespielt hat? Ja. Was heißt hier fast? Ja gut, du hast alles durchgespielt. Aber nee, ich hab nicht so ein gutes Gedächtnis. Nicht? Nee, leider nicht. Ach. Aber bald, wenn du deinen 20. Char oben hast, dann hast du ein gutes Gedächtnis. Ich wäre froh, meinen zweiten Mal oben zu haben. Was hast du für Chars? Ich habe alles außer Aethertech und Templar momentan. Nee, Templar okay. Habe ich sogar. Templar hast du?
habe alles außer Attack und Bade. Ah, okay. Finde ich beides grauenvolle Klassen. Warum? Bade ist mir zu langweilig und Attack habe ich. Ja. Ich mag die. Also, man müsste erstmal die Rüstungswaffen da verbessern, bevor ich da irgendwie Bock habe, das anzufangen. Ja. Also bevor wir darauf näher eingehen, es scheint ein toter Beritra-Soldat zu sein. Ihr solltet es genauer überprüfen. Die sterblichen Überreste eines Beritra-Soldaten. Ach, er hat Verletzungen vom Kampf gegen die Karun-Eskorte und von den Explosionen. Er umklammert ein Accessoire, das wohl vorher einem Rehan gehörte. Ihr nehmt das Accessoire an euch. Okay. Überprüft, ob sich Karun beim was? Beim provisorischen Wachposten der Beritra-Armee aufhält. Was soll denn das sein? Finden. Ach, gleich hier nebenan. Gut, das kriegen wir raus. Ist hier jemand? Geht zum Eremion Nordtor und erhaltet von Trasir Informationen. Okay, also wir sind hier nur am Durchlaufen in Nordkatalam und haben fast die komplette Ostseite durch. Und jetzt gehen wir noch in den Süden. Ja, du magst keinen Baden, warum nicht? Naja, ich habe bis Level 12 gespielt und ich fand es absolut langweilig eigentlich. Ja, aber manche finden nicht, das ja ganz man schön. Macht die Mobs mit 3 Hits down. Ach so, du meinst so overpowered. Man ist OP. Okay. Ja, OP, overpowered. Nur mal für diejenigen, die sich mit den Abkürzungen nicht so sehr auskennen. Das konnte ich am frühen Morgen, genau, konnte ich das auch noch nicht. Ja, ich auch nicht. Ach, nee. Ja, Marfus, der alte Mann, der wird wirklich alt. Ich fange immer mehr an zu stottern. Mir fallen manche Worte nicht mehr ein. Ach. Glaube, ich sollte mich einweisen lassen. Tu doch nicht so. Was heißt hier, tu doch nicht so? Jung bin ich auch nicht. Sag das mal einem 60-Jährigen. Naja, so weit weg bin ich davon auch nicht. So, und schon sind wir am Tor in Nord-Eremion. Patrouille, Torwachposten. Für die Ehre Sanktums. Ich werde nie vergessen, aus welchem Grund ich hierher gekommen bin. Die Eroberung Katalams muss das oberste Ziel eines jeden Eldios sein. Sowieso. Seid gegrüßt. Ich freue mich, an diesem kalten Ort einen Deva anzutreffen. Was kann ich für euch tun? Am Eremion-Nordtor habe ich ein zerbrochenes Schwert gefunden. Es hat der Explosion standgehalten, also scheint es keine gewöhnliche Waffe zu sein. Okay, dann suchen wir jetzt noch das Schwert. Ach, wisst ihr was? Das machen wir alles im nächsten Part. Vielen Dank fürs Ansehen. Oh, und ich entlasse Marfus jetzt in seinen verdienten Feierabend. Bis nachher. Dankeschön. Gute Nacht.